Will Smith hat es, Britney Spears hat es, Channing Tatum hat es, Jamie Oliver hat es, Taylor Swift hat es. Sie alle haben sich öffentlich zur Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS, bekannt. Ich war früher der größte Chaot, komplett hyperaktiv, durchgedreht. Zum Beispiel wusste ich, dass ich in der Klasse mich einfach nicht konzentrieren konnte, zum Beispiel, oder dass ich einfach die ganze Zeit rumgehampelt habe. Ich glaube, ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, wo ich gesagt habe, ich bin so wie die anderen. Es war immer, ich war anders. Wichtig ist es, ADHS zu erkennen und das möglichst früh im Kindesalter, um rechtzeitig Hilfen und Unterstützung einzuleiten. Es geht zum einen darum, dass man diese Diagnose erstmal stellt und dann einfach auch eine Erklärung geben kann, was sind denn die Besonderheiten von ADS, worin bestehen die Schwierigkeiten von ADS. Und das muss man auch kindgerecht machen. Der ADS Deutschland e.V. ist eben ein eingetragener Verein, im Grunde ein Dachverband von zahlreichen Selbsthilfegruppen, die eine Unterstützung bieten. Ich finde, die Gesellschaft muss bereit werden für ADHS. Die Gesellschaft braucht Menschen mit ADHS.